Tag zusammen, willkommen zurück zu Skyrim. So, ich muss jetzt mal die Folgen ein bisschen einschränken, Leute, leider. Die halbe Stunde letztens hat mich ungefähr 4 Stunden zum Hochladen gekostet. Hatte ich hier schon? Ne. Okay, wartet mal, jetzt lass mich mal erstmal überlegen. Erstmal heilen. Ah, warte mal, ich habe diese neue Waffe auch noch gar nicht in den Dingens, ne? Ne? Waffen. Dämmerbrecher kann raus. Nicht R. Das habe ich jetzt... Ach, R heißt fallen lassen. Nee, nee, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, ne? So ja nun nicht. Waffen. Wo waren das? Favoriten. F. Also war ist jetzt nicht mehr in den Favoriten automatisch. Okay. Dann machen wir die Elfenkriegsachs. Ist noch. Und wie heißt das andere? Wo sind, wie heißt die andere Waffe? Ach, hier. F. So. Jetzt. Oh, sorry, Leute. Gehen wir mal auf Favoriten. Jetzt müsste ich das auf die 1 legen, ne? 1. So. Jetzt wollte ich, Schnellheilung, was sich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiter lohnt. So. Und wieder den Streitkolben. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt da irgendwo hin. Ah ja. Treppe hier wahrscheinlich hoch. Und da müssen wir eigentlich schon fast da sein. Wir sind hier drin. Hier bin ich nicht hier hochgekommen. Nee. Ruine der Hexenfeldschanze. Nee, lass mal erstmal. Lass mal das andere machen. Ich wollte ja meine Quests abarbeiten und nicht wieder neue anfangen. Irgendwann muss ich die ja mal abarbeiten, ne, Leute? Vor allem jetzt bei den 15-Minuten-Folgen, die jetzt erstmal vorerst wieder stattfinden werden, wo ich genau darauf achten, was ich mache. Kann man hier nicht Leder herstellen an diesem Ding? Ne, so eine Begrenzung. Was war das hier? Hier war der Knauf von dem Schwert, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ach ja, letzte Folge hatten wir auch noch Level Up. Alter, warum kommt aus meiner Zigarette nichts raus? Hallo? Möchte bitte rauchen? So, machen wir erstmal das Level Up. Neue Stufe. Marika 190, Gesundheit 230. Ja, ich gehe noch ein bisschen auf Gesundheit erstmal. Marika benutze ich ja jetzt nicht so oft. Was können wir mal machen jetzt? Ich wollte bei einhändig noch irgendwas machen, ne? Da bin ich schon auf Stufe 70. Erfordert 50. Und Doppelsturm war 70, genau. Mächtige Angriffe mit 2 Waffen bewirken 50% Zusatzschaden. Das wollte ich machen. Zusatzschaden ist immer gut. Alter Seelenstein, was bist du? Pfahlwurzel. Schneebären. Ich nehme schon wieder lauter Scheiß mit. Ah, Kiste. Gold. Magika. Ausdauer brauche ich nicht. So. E. Und Tab. Okay. Wow! Habe ich mich erschrocken. Ey! Erstmal gleich so einen mächtigen Angriff machen. Da war noch jemand, ne? Lydia, geh aus dem Weg. Hallo? Und mit den 2 Waffen ist es richtig gut, Alter. Das war die richtige Wahl. Warte mal. Oh, noch jemand. Das nehmen wir noch mit. Und das hier. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, ja, hast du. Was war das? Ich war das. Was? Oh nee. Ich mach euch um, wenn ich das. Wo bist du? Warum rennt ihr denn mal weg? So. Looten. Nichts zum Looten da. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Wartet mal. So, hinten steht noch was. Als Ausdauer, ne?
Okay, wo soll ich denn? Da oben irgendwo. Kann man hier. Aber mit den beiden Waffen hast du wirklich. Achso, das habe ich auch schon mal erzählt, ne? Hast du wirklich ein eingeschränktes Sichtfeld? So, gehen wir mal hier durch. Ma. Schlossknacken muss ich auch mal noch ein bisschen was skillen, ey. Gibt's doch gar nicht, wie schwer das manchmal für mich ist. So. Nein! Aber ich habe genug Dietriche. Kann mir eigentlich nichts passieren. Also ich brauche eigentlich gar nicht. Ich habe die nur vorsichtshalber mit. So viele Dietriche braucht ja kein Mensch, ne? Warte, warte, warte. Hier so. Alter, das ist Adept. Wie kann er. Wie schwer. Willst du mich verarschen? Bist du doch hier irgendwo? Ja, sicher. Als ob ich das nicht schon gemacht hätte. Sind wir hier? Da ist ein Hebel zu sehen. Ich dachte, das wäre hier ein tiefes Loch. Lydia. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Ich muss nochmal jetzt hier halt aber nochmal dran ziehen. Wartet. So. Himmelsrand? Bin ich jetzt schon wieder gelandet. Natürlich sagt meine Quest, dass ich wieder da rein muss. Aber hier ist eine Kiste. Elfenschild. Ja, benutze ich ja sowieso nicht. Was ist da da hinten? Wofür soll das gut sein hier? Aha. Einfach so jemand was hingelegt hier. Das ist eine geile Aussicht, ne? Das ist ja eine geile Aussicht. Aber ich muss trotzdem wieder rein, leider. Denn wir haben uns verlaufen. Wo muss ich denn jetzt hin, Alter? Hier, wo warst du denn schon wieder? Was ist denn das da? Ist ein Seelenstein drin. Gib. Ja. Ich weiß genau, dass ich, wo ich und warum auch immer. Kannst du bitte aufgehen, du scheiß verkackte Tür? War ich hier schon drin? Ja klar, hier war ich auch schon, ne? Das ist ein Seelenstein. Ah! So. Okay, mal überlegen. Die Quest sagt, ich soll hier lang. Ich soll da oben irgendwie hin. Warte, was ist das hier? Ja, das ist die Tür, die ich aufgeschlossen habe. Oh Mann, oh. Und die ist zu. Wenn ich da durchgucke hier. Lydia! Du bist so eine Blöde. Ja, genau. Lauf mich nochmal runter. Wo waren jetzt? Da hinten. Wie soll ich denn da hinkommen? Warte mal. Ne, da nicht lang. Warte mal, da in diese Richtung ist das. Da war der Seelenstein. Muss ja hier irgendwo sein. Da ist es doch. Oh! Aha. Alchemie verbessert. War das nicht der Hebel, den ich gezogen hatte? Lass mich mal durch. Jetzt ist offen. Okay. Alter, liegt ja noch drin. Haha. Mann, Lydia, ey, du stehst nur im Weg. Nur im Weg, weil. Meine Waffen leuchten so schön, ne? Oh, Blut. So. Wo waren das jetzt mit dem Gitter? Hier. Mhm. Ah, hier geht's hoch. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aha. Jetzt sind wir wieder draußen. Und ich soll wohl hier hin. Hallo? Oh ne, ich schon wieder einen Hexenrabe. Los, stirb, Leute! Hexengraben, Muschi.
Ja! Wir haben den Knauf. Wir haben ihn. Gib mir den. Den auch. Lydia bleibt natürlich da genau drin stehen. Du bist richtig super, Lydia. Du bist so richtig super. Seelenstein? Nee. Was hat er hier? Ach, cool. Ah. Nee, lass mal. Ziege hatte ich heute schon. Gift der Ausdauer, da ist noch ein Seelenstein. Ah. Jetzt hänge ich hier fest, oder was? So. Ach, guck mal. Ja, gib ihm mehr. Wort der Macht gelernt. Furcht, Unbehagen. Woo! Lydia. Können wir gleich mal lernen. Schreie. Unbehagen. Okay. Okay. Hallo? Ja, aktivieren. Ja! Ah, jetzt hab ich's. Und die Schwachen sollen den Tun fürchten und vor Schrecken fliehen. Achso, die lässt. Der lässt Leute wegrennen, wollte ich gerade sagen. Wegrennen, meine ich natürlich. Schutzgeist beschwören, weiß ich nicht, kenne ich das schon? Oh, geil. Geweihtes Stahlschwert. Ah, ich hab. Nein, ich kann nicht so viel mitnehmen. Lydia! Warte mal. Objekte. Waffen. Was hab ich denn jetzt schon wieder alles mit, ey? Dörrbrecher behalte ich. Orkische Kriegsaxt der Furcht. Oh, die sind alle so gut. Die habe ich von den Drehmauern bekommen. La 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 la. Bekleidung. Habe ich hier noch irgendwas? Abgeschworenen Handschuhe. Nein, nicht anziehen, Mann. Ja. Wo sind jetzt meine Handschuhe? Schattenkapuze? Nein. Da. Haben wir noch? Stahlarmchen in der Größe. Schmiedekunst. Waffen und Rüstung können 17% verbessert werden. Was wollte ich entzaubern eigentlich? Schattenstiefel. Weißt du was? Ich pack die Rüstung. Resistenz zu 50%. Die Rüstung brauche ich gar nicht. Überraschungsangriff verursachen doppelten Schaden. Kann ich jetzt wieder rennen mittlerweile? Ja. Pass auf, da werde ich jetzt mal verkaufen gehen. Jetzt erstmal. Erstmal verkaufen gehen jetzt erstmal. Wo soll ich jetzt überhaupt hin? Jetzt wieder zu den Typen hin, wa? Ja. Aber ich gehe erstmal verticken. Wenn ich Weißlauf finde. Da. Nach Weißlauf. Noch ein bisschen mehr Kaffee umrühren. Einen Schluck trinken. Es ist immer wieder gut, Kaffee zu trinken. So, Schmieden. Ich habe hier was für dich. Hallo. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied bin. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Waffen. Ach, guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel dieses Dämmerstern kann ich ihr gar nicht verkaufen. Nur diese hier. Ja doch. Ja, auch. Spitzhacke, Stahl, Zwergenpfeil. Die Pfeile wiegen gar nichts, ne? Das ist gut. So, dann habe ich noch Bekleidung für dich vielleicht. Diebesgilden. Ja, die setze ich sowieso nie auf, bevor ich was verkaufe. So, die verkaufe ich auch alle. Oder warte mal, ich gucke erstmal, ob ich die entzaubern kann. Vergesst nicht auch drin reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ich habe ja keinen Verzauberungstisch, ne? Ich habe nur diesen Alchemietisch, oder? Warum kriege ich eigentlich keinen Verzauberungstisch? Den kann ich mir da nicht kaufen. Ich habe schon alles gekauft, was ich kaufen konnte. Ich kann mir übrigens in jeder Stadt fast ein Haus kaufen, oder? Fragt sich nur, welche Stadt und wie. Warte mal, hier ist nur diese Alchemie, dieses Alchemie-Dinge, ne? Ja. Das ist ja ein bisschen scheiße. Warum habe ich eigentlich Bücher? Ich lese doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht lesen. Was habe ich denn hier drin?
Truhe. Ach, hier sind meine Liebesgilden-Sachen drin. Lol. Pass auf, dann packe ich die anderen auch da rein. So einfach. R. So, und dann wollte ich jetzt eigentlich mal, mal wieder schmieden, ne? Kann ich ja mal zum Ende der Folge jetzt mal machen. Gucken, was ich noch alles hab hier. An Stuff. Ah, fuck, ich bin immer noch zu voll. Ja, warte, dann verkaufe ich erst noch was. Hoppla, hopp. Dann gehe ich jetzt mal zu dem Allgemeinhändler da, zu den Gemischwaren. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, ich weiß. So oft wie ich sterbe, kenne ich die Göttlichen schon per Du. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet alles steht. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Bekleidung. Goldene Juwelenhalskette, Kupferdiadem. Warum auch nicht? Silberne Saphir-Halskette. Ah, jetzt hat er schon wieder kein Geld mehr, ey. Der hat schon wieder kein Geld mehr. Zaubertränke. Lösung der Stärke. 77. Den Rest brauche ich. Schriftrollen, die ich auch nie benutze. Die sind aber zu viel wert. Nee. Büchers. Dann komm, verkaufen wir mal ein paar Bücher. Ne, die behalte ich. Giftrezept behalte ich mal auch. Keine Ahnung, ey. Schutzgeistbeschwörung weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch lernen kann. Bücherz! Schutzgeist beschwören. Ah, bitte kommt wieder. Ich würde euch sogar Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Also Schutzgeist beschwören kann weg. Nur noch sonstiges? Amethyst und so brauche ich zum Schmieden. Dietriche Drachenknochen habe ich noch dabei und Drachenschuppen, deswegen bin ich so schwer. Ich habe 13.200 Gold, alter Schwede. Denkt daran, ich tue alles um... Egal. Euch die besten Geschenke. Uninteressant. Ja, dann ist die Folge aber leider jetzt auch schon wieder zu Ende, Leute. Ich bin sogar schon wieder 2 Minuten drüber, obwohl ich nur 15 Minuten aufnehmen wollte. Dann werden wir in der nächsten Folge ein bisschen schmieden. Oder, ja, schmieden. Genau. Und erstmal meine Erze einschmelzen alle. Und das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und deswegen sage ich, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim und... Jung, Mädchen... Was machst du denn hier? Alte, es gibt niemanden, mit dem ich es nicht aufnehme. Raus! Da, blöde Balk. So, bis dann. Ciao.